Wer sich auskennt, kann eine Pauschalreise im Internet günstiger buchen. Das war bis jetzt auch in den meisten Fällen so. Doch Michael Neuhaus vom Reisebaron aus Alsdorf bei Aachen verspricht jetzt genau das Gegenteil. Die Preise beim Internet sind bei uns genau die gleichen oder sogar günstiger, weil wir noch mehr Veranstalter, noch bessere Systeme haben, wie im Internet sind. Das heißt, wir können zu 99% günstiger wie das Internet anbieten und wir haben noch den Service dazu und bei uns gibt es dann noch mal eine Extraleistung, den kostenlosen Flughafentransfer. Während sich Online-Preise für klassische Katalogreisen nicht mehr von den Reisebüropreisen unterscheiden, können Urlaubswillige ihre Komponenten online zwar selber zusammenstellen, meist sind die sogar bis zu 38% billiger als die Katalogpreise aus dem Netz. Doch selbst bei diesen Schnäppchen kann das Reisebüro aus Alsdorf mithalten. Doch Vorsicht, vermeintliche Online-Schnäppchen haben ihre Tücken, wie Björn, Student aus Köln, weiß, der seine letzte Reise mit einem Klick gebucht hat. Ja, als wir in Urlaub gefahren sind, hat das nicht sehr gut begonnen. Wir mussten selber fahren, weil unser Taxifahrer nicht gekommen ist und mussten allein für die Parkgebühren, dass unser Auto am Flughafen stand, 75 Euro bezahlen. Schnäppchen ja, Service nein. Das wissen auch Nina und Chris, die auf das Reisebüro setzen. Wir suchen uns unsere Reisen oder unsere Ziele, nachdem wir es besprochen haben, gemeinsam im Internet aus und schauen und besprechen, worauf wir Lust haben. Und dann gehen wir in unser Reisebüro. Und da wollen wir uns dann auch Tipps geben lassen, was vor Ort ist, weil die meisten Mitarbeiter aus dem Reisebüro waren schon selber vor Ort da. Wir haben 32 Mitarbeiter, die für Service sorgen und meine Mitarbeiter sind immer auf Inforeisen, das heißt Kreuzfahrten, in Hotels, immer am besten dabei. Und natürlich haben wir noch unsere Kunden, die regelmäßig 500 bis 600 wiederkommen und ihre eigene Bewertung abgeben. Deswegen haben wir besseren Service wie das Internet. Ja, als wir beim Hotel angekommen sind, waren wir auch nicht so ganz zufrieden, weil uns hat irgendwie keiner vorgewarnt, dass das irgendwie so ein Partyhotel ist. Da waren nur Engländer, die waren am Saufen und das war nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Und wir hatten jetzt auch keinen, an den wir uns da irgendwie wenden konnten. Chris und Nina setzen nicht nur auf den Service bei Buchung und der Hilfe vor Ort, sondern auch auf den kostenlosen Transfer, der sie auch heute wieder pünktlich abholt. Im Reisebüro haben wir es viel günstiger bekommen als im Internet. Wir haben sogar noch kostenlos einen Transfer dabei. Ja, und da fängt der Urlaub ja schon an. Wir haben keine Probleme mit dem Taxi, welches wir rufen müssen. Wir kommen direkt sicher dort an. Wir werden pünktlich abgeholt. Ja, alles ziemlich stressfrei, so wie man sich das eben wünscht. Noch eine böse Erfahrung, die Björn bereits gemacht hat. Ja, das Blöde jetzt, wenn man online bucht, man muss erstmal ein bisschen warten, bis man diese Bestätigung bekommt. Da ist man natürlich, wenn man spontan reisen will, nicht so prickelnd. Also die nächste Reise werde ich auf jeden Fall ins Reisebuch gehen und da mich beraten lassen, damit ich diesen Ärger mir auch und die Zeit sparen kann. Bei uns weiß der Kunde schon viel früher, ob es klappt oder nicht, als im Internet. Bei uns hat man keine teure Nummer, bei uns kann man per E-Mail, per Telefon jederzeit anrufen. Wir rufen die Kunden auch auf Handy an, also die Kunden haben gar keine Kosten. Nehmen Sie sich ruhig die Zeit für einen Besuch im Reisebüro. Es ist nicht nur günstiger, sondern im Urlaub kann jeder Tag, an dem etwas schief geht, Ihren Traumurlaub ganz schnell in einen Albtraumurlaub verwandeln.